So, hallo erstmal. Ja, hier ein kurzes Vlog. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht. Und zwar fahre ich heute in den Harz, wo morgen ein Content Day stattfinden wird mit ganz vielen netten Fotografen und anderen Dienstleistern. Ich bin gespannt, ist tatsächlich auch mein erster Content Day und ja, ich schaue einfach mal rein und nehme euch auch etwas mit. So, und jetzt habe ich erstmal, mal schauen, was das Navi sagt, 430 Kilometer Fahrt vor mir. Also ja, es wird spannend. Ja, angekommen und auch schon im Zimmer. Oh, hier lässt sich wohl nächtigen. Noch ein kleines gemütliches Sofa. Guten Morgen zusammen. Ich bin hier immer noch auf dem Content Day, der jetzt in 40 Minuten gleich starten wird. Das Ganze läuft unter dem Motto Liebe versetzt Berge. Ich bin natürlich immer noch super gespannt, nehme euch ein bisschen mit und ja, ihr dürft mir und den anderen mal über die Schulter schauen. Und damit schalte ich auch schon auf die Actioncam. Wir starteten direkt mit den Flatlays und dem Shooting mit den Accessoires, hatten viel Auswahl an Boxen, Schatullen, verschiedenen Ringen und so weiter. Und wie man sieht, konnten wir uns die toll zurechtlegen, verschiedene Einstellungen ausprobieren, verschiedene Posen. Weiter ging es dann auch schon gleich mit dem Getting Ready, wo wir beim Schminken zuschauen durften, beim Haare machen, aus allen Ecken, Positionen und Variationen fotografieren durften. Mir fehlen da schon die Superlative und ich kann das nur jedem empfehlen, auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, an so einem Content Day teilzunehmen, weil man einfach viel, viel mehr ausprobieren kann und sich so auf die Hochzeitssaison optimal vorbereiten kann. Und man hat nicht nur tolle Fotos vom Model, sondern auch im Idealfall von sich selber diese berühmten Behind-the-Scenes-Fotos, wie sie so schön heißen. Und dann hatten wir in der schönen Villa natürlich viel, viel Zeit, die Models an verschiedenen Stellen zu fotografieren, so wie hier auf dem Balkon. Und dann haben wir uns auch schon ganz todesmutig zum Großvater- und Großmutterfelsen aufgemacht auf der Teufelsmauer. Hier sieht man Charo noch im Bademantel und da auch schon im vollen Einsatz, schön am Posen auf dem Stein. Und da entstehen natürlich ganz, ganz tolle Bilder. So geht er niemals mehr verloren. Dieser eine Moment.